Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Leute, ihr wisst gar nicht, wie warm es ist. Ich komme gerade von der Arbeit, in der Halle, da waren es gefühlt 500 Grad. Draußen an sich sind auch mindestens 450. Ich gehe ja ein. Ich bin am Schmelzen, Leute. Aber egal, ich nehme trotzdem auf. So, ja. Als ob der mich jetzt noch gesehen hat. Hier gibt es fantastische Metallarbeiten. Hat auch keiner gesehen, oder? Mann, warum müssen die mich denn immer noch verfolgen? In der Zeit kann ich mich wenigstens mal ein bisschen anders hinsetzen. So. Okay. Als ob. Er will da nicht hochklettern. Er will da. Der Ezio wollte da nicht hochklettern. Alter Ezio, was ist denn heute los mit dir? Der hat heute keinen Bock zu klettern. Aber wirklich gar keinen. So. Darf ich jetzt zu meiner Mission? Das wäre super nett. Okay. Oh nein, das sind wieder irgendwelche Wachen. Wo ist meine Mission? Ist sie da oben? Als ob, Ezio, als ob. Da wärst du auch ohne den Sprung hingekommen. Entweder ist die Mission hier... Ja, die Mission ist hier oben. Okay, ich dachte erst schon, die wäre beim Leonardo, weil der Leonardo ist ja auch da unten. So, hi. Ben trovato, Hugo. Was gibt es denn? Ihr und Rosa konntet vom Sirte entkommen. Die anderen hatten weniger Glück. Emilio schnappte sie und nun erwartet sie die Hinrichtung. Wisst ihr, wo sie festgehalten werden? Sie sind noch in diesem Bezirk, aber genauer, nein. Auch nicht schon wieder. Ich muss nach ihnen suchen. Ich bringe eure Brüder schon bald hierher zurück. Och Mann, die Diebe befreien, die Emilio gefangen hat. Ja, von mir aus, aber... Ich will doch nicht suchen. Ich kann doch nicht suchen. Verstecken war immer meine große Schwäche. Also Verstecken spielen, ne? Wenn ich suchen musste. Ich habe nie Verstecken gespielt, ich hatte gar keine Freunde. Das war jetzt Spaß, ne, Leute? Also, ganz ruhig. Hallo? Ezio hatte heute irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwas stimmt heute nicht mit dem. Ich weiß zwar nicht was. So, erstmal die ganzen Leute mit den... Oh, hat er. Er lebt ja nur noch einer. Was ist das denn für ein Lappen? Das ist ja der übelste Lappen. Die anderen haben den einfach alle im Stich gelassen. Ja, und jetzt? Was machst du jetzt? Ja, easy. So, bitteschön. Freiheit! Freedom! Los geht's. Kommt das mir nur so vor oder halt gerade meine Stimme total im Zimmer? Irgendwie halt meine Stimme total. Warum? Ich verstehe es nicht. Muss man aber auch nicht. Vier Verbündete. Einer muss überleben. Okay. Was, wenn gar keiner überlebt? Bin ich eigentlich dann schuld, oder? Boah, Leute. Das sind sie doch. Was wollt ihr denn von mir? Die brauchen zwar ein bisschen, aber die kommen doch. Ich muss sie jetzt alle einzeln zurückbringen. Oh. Ich dachte wenigstens, ich könnte jetzt alle holen und... Ach du Scheiße. Als wollt ihr mich verarschen. So, bitte.
Bleib dran. Ich muss die echt alle einzeln holen. Ist doch nicht wahr. Was habt ihr denn geraucht? Als ob es jetzt so schlimm wäre, wenn ich einfach noch einen anderen holen würde. Der hat mich gar nicht gesehen. Labert doch nicht. Aua. Hat ein bisschen wehgetan. Da ist ja nur einer. Wollt ihr mich verarschen? Als ob da nur einer ist. Eure Verbrechen werden. Hey, bei dem anderen standen eben da 10.000 Leute vor. Und hier steht einfach nur einer. Na, guck mal, da kommen noch welche. Oh, die haben mich nicht gesehen. Ja, dann. So, komm mit, Leute, wir klettern ein bisschen. Ja? Kommt mit. War eigentlich dumm, dass ich in die Richtung gehe. Wir müssen nämlich in die andere. Auf jeden Fall dumm, dass ich da runtergesprungen bin. Ach, guck mal, hier steht sogar einer. Komm mit. Den holen wir uns gerade noch schnell. Dann gehen wir am besten hier drüber, weil wenn ich springe und dann runterfalle, dann bin ich tot. Das wäre nicht ganz so geil gerade. Eigentlich ist das nie geil. So, Leute, wir sind da. Einer muss jetzt gerade noch in den... Kommt in den Kreis. Dankeschön. So. Eine Gruppe muss ich noch abholen. Aus dem Sommerparadies. Oh Gott. Ich habe aber auch manchmal das Gefühl, ich will verrecken. So wie ich hier rumspringe. Okay, Ezio, wir kriegen das hin, okay? Wir wollen nur noch die letzten Kollegen abholen, ja? Mehr wollen wir ja nicht. Komme ich darüber? Ah, ich meine zum Fenster. Solange ich nicht runterfalle, ist doch alles gut. So, den schnappen wir uns. Bevor der ausplaudert. Nicht zu weit. Oh. War knapp, Ezio, war knapp. Als ob du da nicht hochkommst. Ich wollte schon sagen. So, die Frage ist... Wo genau sind die letzten jetzt? Ich sehe da auf jeden Fall Federn. Und ich springe dran vorbei. Ist natürlich auch gut. Ich habe gerade absolut keine Ahnung, was ich hier mache, Leute. Also bitte hinterfragt das nicht, okay? Es wäre sehr nett von euch, wenn ihr das nicht hinterfragen würdet. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung, was ich hier tue. So, moin Kollegen. Zack. Zack, Double Kill. Aua. Okay, dann noch den. Okay, nur noch einer. Aua. Ruhig Blut, ruhig Blut. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin, Leute. Ist nur noch einer. Alles easy. So, greif nochmal an. Dankeschön. Ach, natürlich muss er nochmal angreifen. Dankeschön. Und damit hätten wir auch schon die letzte Gruppe. Aber bevor ich die letzte Gruppe hole, ich sehe, da ist gerade ein Arzt. Ja, moin, Kollege. Ich habe ein bisschen aufs Maul bekommen. Darf ich mich heilen? Dankeschön. Vielen Dank. Arsch. So, bitteschön. Bitte folgen jetzt, ja? Sehr gut.
Jetzt sind da nur 125 Meter. Ich bin eine Motorsäge. wir müssen wieder auf die Dächer. Alter, ich bin die ganze Zeit in dem Sperrgebiet. Ist ja jetzt gut mit der Warnung hier. So, wir sind oben. Zumindest ich. Die anderen sind mir ja eh vorher erstmal egal. Die kommen schon nach, irgendwie. Hoffe ich mal. Mann, die sind doch direkt alle hinter mir. Was wollt ihr denn? So, den muss ich kurz mal töten. Komm Leute, jetzt sind nur noch 75 Meter. So weit ist er nicht mehr. Kriegen wir ja wohl jetzt hin. So, den noch. Ah! Dann halt so. Wo wird denn die angeheuerte Gruppe angegriffen? Am Arsch werden die angegriffen. So, bitte einer jetzt hier kurz in den Kreis reinlaufen. Tut das einer? Sind die jetzt da gerade runtergesprungen? Oh Gott. Oh, ich hab nur Idioten. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr so schnell seid. Ich gefalle gerne. Ich unterrichte Antonio über euren Fortschritt. Kommt später zurück. Ich habe noch einen Auftrag. Was für ein... Ach ne. Trefft mich bei den Docks, dann sage ich mir. Molto bene. Nicht molto bene, am Arsch. ja gut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir gerade schon mal beim So. Wenn wir gerade schon mal hier beim Leonardo sind, dann geben wir gerade ganz schnell die Sachen ab. Leonardo! Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Aha, wir müssen diese Buchstaben umstellen. Hier, das war's. Vielen Dank. So, ein Gesundheitsquadrat gewonnen. Nice. Das gefällt mir doch gerne. So, ich will kurz mal das Poster hier abmachen, damit die mich nicht immer suchen. Das geht mir auf den Piss. Gerechtigkeit in deinem Namen immer zu. So, hier auch. Hört auf, mich zu suchen. Komm, dich kriege ich. Dich kriege ich. Easy. So, hören die mich jetzt aufzusuchen? Ja, ich bin inkognito. Leck mich am Arsch. Endlich. Gut, machen wir die Mission noch? Ist die Frage. Eigentlich würde ich sagen, ja, könnte von der Zeit her noch hinhauen. Wisst ihr was? Dann machen wir noch eine Mission. Machen wir noch eine Mission. Wird schon nicht so schwer sein, ja? Moin, Kollegen. Ah, die habe ich schon. Kein Bedarf. Trotzdem danke. Gut. Als ob du dich nicht an dem Fenster festhalten... Als ob du dich nicht an dem Fenster festhalten kannst. Ach man, Ezio. Du enttäuschst mich manchmal. So, ich bin bei den Dogs. Hallo? So, was haben wir hier? Abische Schatztruhen. 500. Oh, ist in Ordnung. So, da bin ich. Alles los. Meine Brüder zu retten war mehr als nur ein Akt der Nächstenliebe, Ezio. Sie werden in den nächsten Wochen eine wichtige Rolle spielen. Bittet sie nur um Hilfe und sie werden kommen. Und was mache ich mit einer Bande von Dieben? Setzt sie gegen eine Gruppe von Wachen ein. Und sie werden sie ablenken. Und mir den Weg freimachen. Ganz genau. Hilft mir, mein Schwert sauber zu halten. Gefällt mir. Genau. Ich verrate euch, wie ihr sie einsetzt. Antonios Plan erfordert eine kleine Täuschung. Wir müssen die Wachen imitieren. Das heißt, dass wir ihre Rüstungen tragen müssen. Und eine Bootsladung Rüstungen wurde gerade in Kisten verladen und wird bald zum Setter gebracht.
plündert diese Kisten und bringt ihren Inhalt. Ist das erledigt, müsst ihr mir noch ein Boot besorgen und hierher bringen. Damit werden wir unsere Männer unbemerkt in den Palazzo schleusen. So gut wie erledigt. Klingt nach einem geilen Plan auf jeden Fall. Kleider machen Leute. Die Kisten plündern, in denen die Rüstungen für Emilios Wachen transportiert werden. Dann ein Boot stehlen und zu Ugo bringen. Zum Ugo! Ist klar. Drei Kisten. Ah, drei Kisten. Ich dachte, die wären alle in einer Kiste. Drei Kisten hast du mir nichts gesagt. Die Frage ist, welche ist dann am nächsten? Hinter mir ist einer. Ach Mann. Holy sh. Ah, hier sind die Diebe. Du hast hier nichts verloren. Und wie lenken die jetzt die Wachen ab? Hast du die Hinrichtungen verpasst? Schade. Sie vermitteln. Double Kill. Ich muss anonym sein. Alter, ich sehe mich. Holy shit. Ich habe gedacht, die lenken die ab. Und nicht, dass die noch angreifen. Das wird mir aber nicht gesagt. Was soll das denn? So. Und von hinten. Och. Und zack. So. Ich bin inkognito. Ach, hier war die Kiste. Oh. Ups. egal. Ich hab noch ein paar Diebe. Kommt mit. Das waren noch nicht alle. Hier ist auch noch eine Kiste. Bam! Double Kill. Bam! Und. Die wissen gar nicht, wie ihnen geschah. Oh. Ups. Ich glaube, ich habe gerade einen aus Versehen an unsere Leute getötet. Das war natürlich nur ein Versehen. Ne? Ist ja klar. Okay, uns fehlt nur noch eine Kiste. Eine Kiste fehlt uns noch. Guck mal, hier haben wir noch mehr. Können wir alle gebrauchen. Die ist dann 150. Für das Geld kaufen die sich dann mal einen Kaffee und Kuchen. Gehen wir zusammen essen. In der Zeit mache ich hier Double Kills. Triple Kills und... Wo sind meine ganzen Diebe? Ach, da. Oh. Den wollte ich eigentlich nicht angreifen. Aber ist ja egal. Ah, ja komm. Dankeschön. Och Mann, hör doch auf, mich anzugreifen. Hör doch auf. Genau, ihr lenkt die schön ab. Ich kann die Kiste gar nicht aufmachen. Hä? Alter! Ich wollte eigentlich jetzt gar nicht die Waffe von ihm aufheben. Aber war auch gut. War okay. So, ich habe einen Checkpoint. Ja, ich weiß, dass hier ein Sperrgebiet ist. Deswegen will ich auch eigentlich ganz gerne hier raus. So, ich muss nur noch das Boot klauen. Aber da hinten ist ein... Da hinten ist ein... Ein Aussichtspunkt. Wenn er gerade so in der Nähe ist, könnte man den eigentlich mitnehmen und vielleicht findet man dadurch neue Codex-Seiten oder sowas. Kann ja alles sein. Ne? Weiß ja nie. Warum ist es eigentlich gerade dunkel in dem Spiel? Warum ist es gerade nachts? Na egal. So.
Können wir nochmal ein bisschen von der Map erkundigen. Erkunden. So, kurz mal gucken, ob hier irgendwo eine Codex-Seite in der Nähe ist. Nö. Gut. Nur hier unten, aber da ist leider noch die Begrenzung. Da kann ich leider noch nicht hin. Ist blöd. Okay. Ich muss irgendwie zum Boot. Moin Leute. Ich nehme euch mit, okay? Und wir müssen zum Boot. Ich darf das Boot nicht mitnehmen. Okay, dann greif mal halt an. Huch. Entschuldigung, Kollege. Hallo. Nicht sterben, Ezio. Nicht sterben. Warum können die eigentlich nicht schwimmen, die Wachen? Na, ist ja egal. Also, ich profitiere davon. Naja, ich kümmere mich gerade noch schnell um den. Ist der behindert? Ich schlag so mit einem Schwert so 2 Meter vor seiner Fresse in die Luft und dem interessiert das gar nicht. Rudern! Ich darf wieder aus Solomeo machen hier. Oh. Ich schwimme aber auch gerade wieder letzte Bob. Alter. Ah, komm jetzt hier, mach mal ein bisschen schneller. Da hinten ist auch schon das Ziel. Ich weiß nicht, was besser ist. Einfach spammen? Ne, spammen, das sieht so abgehackt aus. Oder? Ich weiß es nicht. Egal, ihr habt ja euer scheiß Boot. Sehr gut, Ezio. Das ist genau, was wir brauchen. Ich richte Antonio aus, dass ihr erfolgreich wart. Nice. Kleider machen, Leute. Und damit würde ich ja eigentlich schon sagen, sind wir ja eigentlich schon soweit, den großen Coup durchzuziehen, weil... Was heißt denn Coup? Wir werden wahrscheinlich wieder jemanden umbringen, ne? Den Emilio wahrscheinlich. Weil die haben ja gesagt, wir brauchen die Klamotten. Die haben wir jetzt. Wir haben das Boot. Ich habe alles gelernt. Ich habe alles für die erledigt. Ich habe alle befreit. Ich habe die Verräter getötet. Ist so eigentlich alles tipptopp. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, schaltet da wieder ein. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.